Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Ich bin jetzt wieder in Toad Town gelandet, habe auch einen neuen Orden gekauft, und zwar Sprung Plus, damit sich unser Sprungschaden auch noch erhöht. Bei der Rückkehr habe ich leider schon 2 Punkte Schaden bekommen wegen einem gegnerischen Treffer. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Postamt und gucken, ob Post da ist. Und dann geht es weiter Richtung Sternengipfel. Bombett, Watt und Lucky Lester haben einen Brief gekriegt. Oh, von Bruce wieder. Oh, Bombett, du Arme. Hier bitte. Bombett, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, 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 ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich glaube, du hast ein kleines Problem. Was? Den Stern sein Dank, du bist in Sicherheit. Ich habe mich so gesorgt. Als du plötzlich verschwunden warst, war ich völlig aus den Häuschen. Niemand konnte uns helfen und wir fanden auch keinen Hinweis. Dann gingen wir nach Toad Town und hörten von der Spielzeugkiste. Ich bin mir zwar sicher, dass du da drin in Sicherheit wärst, aber... Ich machte mir trotzdem Sorgen. Bitte bestell deinem Retter von mir die besten Dankesgrüße. Komm bald wieder nach Hause, deine Mutter. Fliegling. Lieber Spike, du Abtrünniger, du treibst dich mit Mario rum. Ich werde dir niemals vergeben, du Verräter. Außerdem habe ich gehört, dass du in Wirklichkeit Lucky Lester heißt. Ich habe noch nie so einen bescheuerten Namen gehört. Von jetzt an werde ich dich nur noch Lucky Lester nennen. Du kannst dir meinen Respekt nur wieder verdienen, wenn du Lord Bowser besiegst. Mach das und ich vergebe dir, Fliegling von Lakito Team. Und dann einmal Boo wieder. Boo ist my best friend. Auf zum Sternengipfel. Wo ist denn der Orden? Hier ist der Orden. Dann gehe ich einmal unten lang, ob da eventuell auch noch ein Orden ist. Sternsplitter. Hier. Kommst du denn raus? Dann gehe ich mal gucken, was es hier noch für Orden gibt. Das hört sich nett an. Mal gucken. Jetzt habe ich überlesen, wie viele Ordenpunkte das braucht. Oh, 4, na gut, never mind. Naja.
Man muss doch nicht alle aktiviert haben, nie. Schon wieder? Oh Gott, hier den Splitter zu finden. Oh Gott. Ich hab's gefunden. Zufall ist verstimmt. Mario, kannst du mich hören? Ich werde den Eingang zum Sternenweg öffnen. Betritt diesen Pfad ohne Furcht. Der Sternenweg führt dich direkt in den Sternhafen. Wir 7 hohen Sterne erwarten dich dort. Wir wollen dir all unsere Kräfte zur Verfügung stellen. Denn nur dann wirst du in der Lage sein, gegen die Macht des Sternstabs zu bestehen. Wir warten gespannt auf dein Erscheinen. Mario, all zum Sternhafen. I try my best. Hallo? Oh Gott, blaue Gegner hier. Einmal scannen. Kalte Glut. Das ist die kalte Glut. Im Grunde sind es feurige Monster, geschmiedet aus einem unheimlichen blauen Feuer. Maximale KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Zwar sehen sie frostig aus, sind aber trotzdem feurig, daher werden Feuerattacken keine Wirkung zeigen. Wenn sie angegriffen werden, teilen sie sich. Greift trotzdem weiter an. Irgendwann geben sie schon auf. Aber sie schlagen auch zurück. Manchmal attackieren sie auch die Mitstreiter, dann beträgt der Schaden 3 Punkte. Wasserattacken wirken sehr gut, besiege bevor sie dich verbrennen. Ah, jetzt sehe ich es. Autsch. Wasser macht gut Schaden, ne? Dann kriegen sie jetzt erstmal einen Tsunami. Immerhin 8 Schaden, ne? Erfahrungspunkte nehme ich natürlich mit. Geld nehme ich auch mit. Ist auch schon wieder eine blaue Glut. Mist, ich wollte eigentlich eher Schaden machen, aber okay, dann hat ihm nicht. Dann machen wir mal. Ach nee, komm. Tsunami. Glück. Okay, wenn man nur mit dem Partner angreift, kein Problem.
So. Oh, noch mehr blaue Blut hier. Ich kriege aber diesen, den Ernstangriff überhaupt nicht hin. So, einmal wieder Tsunami, bitte. Ah, Mist. Hab voll vermasselt hier. Kommen noch mehr kalte Glute? Ich glaube nicht. Aus, als wären wir da. Guten Tag oder vielleicht guten Abend. Im Sternhafen siehst du zu jeder Zeit einen Himmel voller Sterne. Früher konnte man viel mehr Sternschnuppen sehen, doch das war, bevor der Sternstab gestohlen wurde. Damals war die Schönheit dieses Ortes einfach unvergleichlich. Als ich hörte, dass die Sterne entführt worden sind und der Sternenstab gestohlen wurde, geriet ich völlig in Panik. Ich dachte, das ist das Ende der Welt. Doch jetzt sind die hohen Sterne sicher zurückgekehrt. Das hat mir gezeigt, dass ich die Hoffnung niemals aufgeben darf. Ein Speicherblock. Als uns die Nachricht ereilte, dass die Sterne entführt worden sind, hat das einen Freund von mir so getroffen, dass er schwer krank geworden ist. Sein strahlendes Leuchten wurde zu einem schwachen Flackern. Doch jetzt, wo die Sterne wieder da sind, wird sein Leuchten langsam wieder zu einem gesunden Schein. Du bist unser Retter, Mario. Kann ich mich ausruhen? Hallo, brauchst du eine kleine Pause? Ja, bitte. Bitte ruhe dich aus. Wäre lustig gewesen, hätten sie auch den gleichen Slogan wie in Todd Town. Hast du gut geschlafen? Pass auf dich auf. Tschüss. Gucken wir mal hier lang. Da ist ein Item-Shop. Ich möchte erstmal was lagern. Haben wir sonst noch was, was wir lagern könnten? Ja, eigentlich... Nehme ich hier noch einen Lebenspilz. Und noch Sternenwind. Okay. Einmal Sternenwind. Geht es hier lang? Die Nachricht von der Rückkehr der Sterne hat mein Herz mit Freude erfüllt. Alles, was wir uns jetzt noch wünschen, ist, dass auch der Sternenstab wieder zu uns zurückgebracht wird. Ist das nicht eigenartig? Ein Stern, der einen Wunsch äußert. Jeder hat Wünsche, kleiner Stern. Jeder hat Wünsche. Und hier bin ich nur wieder hier unten. Okay, dann haben wir die Stadt wohl auch schon vollständig erkundet. Doch, würde ich mal sagen. Gehen wir weiter.
Erstmal zur großen Fee. Und Herzen erbitten. Falsches Spiel. Warte mal kurz. Okay, ich komme da nicht drum rum. Mario, du hast es geschafft. Die Zeit ist gekommen, den Kampf gegen Bowser zu wagen. Und nun, halt still, während wir 7 unsere Kräfte fokussieren, um dich mit der Allmacht des ewigen Himmels zu erfüllen. Tommy, Tommy, ha. Mario lernt Sternenstrahl. Setzt du diese Kraft ein, kannst du die Macht des Sternenstabs aufheben, sobald Bowser ihn einsetzt. Und noch etwas, ich habe noch ein Geschenk für dich, das sich sicher als nützlich erweisen wird. Die fliegende Untertaste? Ja, wir müssen ja auch irgendwie zum Schluss kommen, ne? Dies ist die legendären Sternenbarke von Sternenhafen. Bowsers Festung schwebt am höchsten Punkt des Himmels. Mit dieser Barke kannst du sie erreichen. Klettere an Bord. Auf zu Bowsers Festung. Wir sind immer an deiner Seite. Wann immer du im Bedrängnis bist, rufe uns herbei. Wir werden dir helfen. Ja, ich bin startklar. Mit Sausenschritt fliegen wir, mit dem Sausenschritt fliegen wir. Seht, eine Sternschnuppe. Oh, Prinzessin, komm zurück. Prinzessin, komm zurück. Prinzessin, komm zurück. Hast du dir etwas gewünscht? Ich hoffe, deine Träume werden wahr. Ich auch. Ich will die Prinzessin sehen, ich will die Prinzessin sehen, ich will die Prinzessin sehen. Ich will Pilzkuchen essen, ich will Pilzkuchen essen, ich will Tannenbaumpilzkuchen essen. Oh Sternschnuppe, bitte erfülle meine Wünsche, bitte, bitte. Prioritäten setzen. Wer braucht schon die Prinzessin, wenn man Pilzkuchen essen kann? Ein Pilz ist ein Pilzkuchen. Ist überhaupt nicht kannibalisch. Kapitel 8. Countdown unter Sternen. Und da sind die anderen UFOs. Da gibt's UFOs einfach dazu. Einmal speichern. Brauche ich einen Schlüssel? Nicht darüber springen? Das ist einfach eine unsichtbare Wand. Abgeschlossen. Du kannst es nicht öffnen, du Dude. Okay, wir können da rein. Wir müssen auch da rein. Da ist nämlich zu. Ja, warte, ich brauche mal Gumbario. Ah, gegnerischer Erstangriff. Au! Das ist eine Kupatrouille, ein Elite-Soldat. Er gehört zu den hochrangigsten Wachen in Bowsers Festung. Maximale KP 8, Angriffskraft 4, Verteidigung 3. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, sie haben überall Stacheln, spring nicht auf sie. Wenn ihre KP niedrig sind, laden sie sich für eine letzte Attacke nochmal auf.
Die Angriffskraft dieser Verzweiflungsattacke liegt bei 10. Außerdem rufen sie gerne mal Verstärkung. Du solltest diese Koopas nicht unterschätzen, Mario. Wir stehen immer schnell wieder auf. Nice, Erfahrungsboost. Oh, Schlossschlüssel erhalten. Das ging schnell. Nein, ich rette euch trotz. Keine Sorge, ich werde euch alle retten. Ich wollte mich anschleichen. So, Angriffskraft trifft alle Gegner. Okay. Ich weiß nicht, ob es mehr Sinn macht, Orden auszutauschen mit Herzen zu BP-Punkt. So, erster Angriff erfolgreich hier. Also, liebes bisschen. Ich habe in der nächsten Programm eh ein Level Up. Ein bisschen PP sparen, ne? Glück. BP-Punkte wären mir viel lieber. Viel lieber. Thank you.
Seid ihr denn? Da wird eine Attacke auch noch nicht weg. Hammer Bros. Das sind die Hammerbrüder. Diese Punks hast du sicher noch in Erinnerung. Maximaler KP 12, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Bosse dich vor dem Hammer. Wenn du getroffen wirst, schrumpfst du zu einem Mini-Mario. Wenn die Hammerbrüder in Bedrängnis geraten, werfen sie mit mehreren Hämmern nach dir. Diese Kerle sind schon seit Ewigkeiten eine Plage, also solltest du sie auf altmodische Weise vermöbeln. Aber unterschätze solltest du sie trotzdem nicht. Aua. Bisschen. Ich setze mal kurz Erfrischung ein. Und dann kannst Sushi mal ein bisschen Tsunami hier einsetzen, ne? Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle, damit ich die Herzen noch auf. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario 64. Bis dahin. Tüdelü. Oder wir lesen noch das hier. Oh, willkommen, Wurm. Ich bin das Wachtor von Bowsers Festung. Meine Aufgabe ist es, verdächtige Personen am Eintreten zu hindern. Du musst Mario sein. Lass mich raten, du willst hier durch, oder? Du möchtest in den nächsten Raum gelangen, stimmt's? Also gut, stell dich vor mich. Du stehst nun also genau vor mir? Okay, dann lass ich dich durch. Am Arsch. Du bist darauf reingefallen. Du wirst niemals aus diesen ausbruchssicheren Gefängnissen kommen. Versuch, was du willst. Du wirst dich nur versausgaben. Ich sag dir was. Wenn du es nochmal bis hierher schaffst, lass ich dich passieren. Wie gefällt dir das? Und ich weiß, dass du es niemals schaffen wirst. Ich hoffe, du verbringst da unten eine schöne Zeit. Mit Heulen und Zähneklappern. Okay, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal. Bei Paper Mario. Bis dahin. Tüdelü.